Das letzte Kapitel, mit dem wir uns in der Festigkeitslehre beschäftigen möchten, ist die sogenannte Euler-Knickung. Diese beschreibt das Knicken von Stäben unter Normalbelastung. Gegeben ist hier ein Stab mit dem Durchmesser D, bestehend aus Stahl, und es ist die kritische Knicklast für den gezeichneten Fall, nämlich dass beide Enden gelenkig gelagert sind, zu berechnen. Kritische Knicklast haben wir. Einspannfall. Welcher Einspannfall wird das sein? Also wie groß ist die kritische Knicklänge in dem Fall? L. Beidseitig gelenkig gelagert. Schaut nur anders aus, weil es da Rollenlager sind, aber die Randbedingungen sind ja für das gleich. Durchbiegung 0 und Neigung ungleich 0. Also zweiter Fall. Ja, zweite Mode. Flächenträgheitsmoment muss man ausrechnen für die kritische Knicklast. Nämlich, wie gesagt, das Minimale. Nachdem es aber in dem Fall ja Rundstab ist, ist das eh gleich in alle Richtungen. Das heißt, unser I-min ist das I selbst. D der vierten Pi 64. Beziehungsweise 491 gerundet Millimeter der vierten. Und damit gilt für den Euler-Zusammenhang die kritische Knicklast, nochmal hingeschrieben, Pi Quadrat E I Min durch die kritische Knicklänge zum Quadrat liefert 25,4 Kilonewton als kritische Knicklast. Allerdings haben wir uns jetzt sozusagen den Beweis, dass Euler überhaupt funktioniert, für am Schluss aufgehoben. Nämlich, wir wissen ja noch nicht, ob wir überhaupt dürfen, weil wir noch nicht Schlankheitsgrad und Grenzschlankheitsgrad bestimmt haben. Deswegen, ich schreibe her, Probe, Schlankheitsgrad. Kritische Knicklänge, L. Querschnittsfläche durch das Trägheitsmoment. Das überlasse ich Ihnen. Bei mir kommt 160 raus. Und der Grenzschlankheitsgrad Sigma P ist Sigma F. Eingesetzt, den E-Modul kennen wir, Sigma F kennen wir. Muss man halt umrechnen auf Megapascal, den E-Modul, und dann das Pi drauf, Wurzel draus. Das sind ungefähr 76. Das heißt, Lambda ist größer Lambda G, also stimmt, dürfen wir nehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es auch noch, die man durchaus auch anwenden kann und die legitim ist, nämlich die Probe, ob eine kritische Spannung, wenn man es ausrechnet, aus der kritischen Last durch die Fläche durchdividiert, ob die noch kleiner ist als die Fließspannung oder die Proportionalitätsgrenze. Das beweist ja dann genauso, dass sie im linearelastischen Bereich sind. Also zweite Möglichkeit für die Probe ist, wir rechnen eine kritische Normalspannung aus der kritischen Knicklast aus, indem wir einfach durch die Querschnittsfläche durchdividieren. Da kriegen wir in etwa 300, also gerundet auf ganze 324 Megapascal raus. Und das ist kleiner als Sigma Fließ, das ist nämlich mit 360 Megapascal gegeben. Ja, also ist das auch in dem Fall für diese Probe in Ordnung.